weil ich denke nämlich, so lange wird der noch gar nicht mit der Leistungssteigerung laufen. Aber Abgastemperatur willst du häufiger hinkommen. Was? Der fährt, bis er kaputt ist. Nein. Nein. Willkommen bei den Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin hier bei Mit dir zur Tuning. Da sind wir wieder. Wir haben ja hier den Audi A6 mit knapp 400.000, was eigentlich 245 PS hat. Wir haben aber gesehen, er war leicht modifiziert. Wir hatten ja erstmal 286, danach 292. Davor das Video hatten wir ja gemacht gehabt, dass du die Software ausgelesen hast einmal. Und wir jetzt über die Software reden. Aber bevor wir hier über die Software reden, hast du gesagt, du hast ein Auto, was mir gefallen würde? M3. Das nenne ich mal eine Ansaugung. Ja, oder sagen so leicht modifiziert. Fans oder Fachleute für diesen M3, die werden das wahrscheinlich kennen. Saugrohr vom CSL, ne? Also das ist jetzt quasi im Nachhinein. Echtes Carbon. Ist der Motor auf CSL-Technik umgerüstet worden, ne? Ach, der. Das ist ein reines Track-Tool. Kannst du dir ja schon vorstellen, ne? Das wird es auch nicht so häufig geben. Also ich sag dir, diese Kotflügel sind sauteuer. Ne? Zelle geht bis hier vorne. Dahin, hab ich gesehen. An dem Auto ist alles teuer. Egal was du siehst, ist alles teuer. Ja, das ist ein vierfach verstellbares Fahrwerk. Ich habe keine Ahnung, ich habe so ein Fahrwerk noch nicht gekauft, das kostet bestimmt 15.000. Autos, Langstreckenrennen zum Beispiel fahren, die haben das nicht drin. Die haben das viele nicht drin, weil das halt richtig Kohle kostet. Das ist Carbon. Also dem Ding ist Carbon überall, wo du hinguckst. Guck mal allein hier runter. Ach du Heilige, die Abdeckung. Alles. Ja, unter Bodenschutz in Carbon. Also ich würde gerne hinter den herfahren, wenn das abfällt, ne? Dann würde ich dir sofort einsammeln. Der Umbau ist rein technisch, also das hat alles seinen Sinn und Zweck. Das ist klar. Nicht wegen Optik oder so gebaut, sondern das Auto ist für Performance gebaut. Ne? Ja. Der ist rein für die Rennstrecke gebaut. Wahnsinn. Damit du halt damit auch am Ende nach Hause fahren kannst. Ja. Auch Carbon, ne? Ist ja ganz klar. Drin alles raus, ne? Wahnsinn, ja. Ja, hier damit, wenn du keine Ahnung, schön auf dem Ring eine Runde ballern warst, kannst du ein paar Sachen mitnehmen, ohne dass hier im Auto rumfliegen. Ja, mit dir. Also, wirklich heftig. Eine Frage, was machst du jetzt hier? Die gab es als CSL, die hat dann 360 PS, ne? Also ein paar mehr. Ja, auch Carbon hier. Und ist natürlich. Hier auch, das ist auch Carbon. Alter, nein! Schon heftig. Ne? Die sind ein bisschen anders, die haben da kein Luftmassenmesser, die werden auch umgebaut auf Map-Sensor und solche Geschichten. Das wird da gemacht, die Steuergeräte sind ähnlich, aber halt nicht gleich. Das eine hat einen Map-Sensor, das andere hat ein Luftmassenmesser, ne? Und dann wird das umgerüstet. Ja, der Unterschied ist halt das Saugrohr, Nockenwellen und noch irgendeine Kleinigkeit, ja, die Sensorik halt. Ne? Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld der hier reingesteckt hat. Viel, viel. Ja. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen. Ja. Ich weiß ja, wie so ein M3 abgeht. Ich habe den ja selber. Aber der hier, das muss ja ein Biest sein. Ne? Fußball wird da reinpassen. Ja. Ich weiß ja, was so eine Ansaugbrücke kostet. Ne? Die sind teuer. Ja. Ich könnte dafür ein Auto kaufen. Also da bin ich mal gespannt. Auf deinem Instagram wird man das doch bestimmt mal sehen, was für eine Leistung das hat irgendwann. Ja. Geiles Ding, Respekt. Von dem einen super schönen Wagen. Zum nächsten schönen Wagen. Genau. Zu meinem. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, oder? Was du bei der Software entdeckt hast. Warte. Ja. Boah, es geht ab. Eine Sekunde. Ja. Sorry. Ich weiß ja, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, deswegen. Ach so. Bevor wir natürlich anfangen, mit dir ist ja mein Tuner des Vertrauens. Wäre der Wagen nicht gechippt und alles original, hätte den mit dir sowieso gechippt. Deswegen habe ich gesagt, bitte lies das aus, guck, ob die Software in Ordnung ist und dann sag mir, was Sache ist. Und das machen wir heute auch. So, weil ich gerade mit welchem Punkt wir anfangen. Egal, wir fangen mit dem Punkt an. Ich weiß schon, was er sagt. Ja. Und zwar, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas umzusetzen, dass da eine Leistungssteigerung bei rumkommt. Man kann das einmal exakt genauso machen, wie es der Hersteller gemacht hätte. Also das heißt, die Originalstruktur, also des Steuergeräts bleibt erhalten. Es wird ein Drehmoment angefordert, das wird umgesetzt und die Originalstruktur bleibt erhalten. Das ist so, ich sag mal, die, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich sauberste Methode. Also in der ersten Variante, die ich jetzt gerade erzählt habe, da hast du dann auch im Lok, wenn du das ausliest, was weiß ich, der macht 700 Newtonmeter, dann macht der auch annähernd diese 700 Newtonmeter. So.
Und dann gibt es die Variante, das wird häufig dekalibrieren genannt oder so. Hat vielleicht auch schon mal jemand was von gelesen. Und da geht es einfach darum... Sorry, habe ich schon gesagt, könnt schon mal Chips und Cola bereiten. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Wenn man sich dafür interessiert, ist es vielleicht interessant. Ja. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, das zu verbiegen, sagt man auch häufig, wie auch immer man das nennt, spielt keine Rolle. Aber es geht halt darum, dass man zu einem bestimmten Drehmoment dann einfach die Einschutzmenge erhöht. Und dann hast du im Lock auch, sage ich mal, 600 Newtonmeter, aber in Wirklichkeit macht der übertrieben, sage ich mal, 700. Auf jeden Fall mehr als angegeben. Okay. So. Warum und wieso man das macht? Einmal wahrscheinlich, weil es einfach ist und schnell geht. Und zum anderen braucht man dann das Getriebe nicht mit anpassen, weil im Getriebe gibt es auch nochmal ein Drehmomentlimit und das setzt jetzt, sage ich mal, bei 650 Newtonmeter ein. So, wenn du jetzt aber 700 erreichen willst, geht ja im Prinzip nicht, weil das Steuergerät, die Mechatronik vom Getriebe dann sagen würde, ist zu viel, wird so eine Momentenreaktion eingeleitet und dann macht der halt wieder weniger. Um das Ganze zu verarschen, gibt es halt, oder könnte man das auf diesem Weg machen. Nachteil dabei, dass die Kupplung häufig schneller verschleißt vom Getriebe. Du erhöhst die Einspritzmenge zu einem Moment. Also das heißt, der macht mehr Drehmoment, als er soll. So. Mhm. Das heißt, zu diesem Drehmoment passt auch im Prinzip der Einspritzzeitpunkt nicht mehr so richtig. Und dann werden die häufig heiß. Abgastemperatur steigt ohne Ende und so weiter. Der Motor wird ineffizient und natürlich ist die thermische Belastung relativ hoch. So, und genau diesen Punkt, genau so wurde das hier auch gemacht. Das heißt also, wir haben es jetzt noch nicht gelockt, aber wir werden es gleich mal machen. Und dann gucken wir uns einfach die Abgastemperatur an und die sollte da relativ hoch ansteigen. Echt? Ja, die wird sehr hoch ansteigen. Aber gut, dass du das jetzt schon machst. Gibt zu dem Ganzen am Ende auch noch ein Fazit, weil ich denke nämlich, so lange wird der noch gar nicht mit der Leistungssteigerung laufen. Also kann wahrscheinlich nicht. Entweder ist der Motor unzerstörbar oder ich glaube jetzt nicht, dass der 300.000 Kilometer so läuft. Ja. Okay. So wie du es jetzt erzählst oder mir erklärst, wurde hier ein Massensoftware draufgespielt. Stell dir vor, du würdest Tuner werden. So, und du hast vielleicht noch nicht, du kannst nicht jede Steuergeräte programmieren, dann kauft man vielleicht auch Softwarestände woanders ein. Und was würdest du machen, wenn du weißt, in Deutschland ist es relativ teuer, Preise sind hier hoch, was würdest du machen? Du würdest wahrscheinlich jemanden in der Türkei finden, da gibt es auch fähige Leute, ja, die sowas machen können. Es geht gar nicht darum, ob die gut oder schlecht sind, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen der Türkei und Deutschland. Also, du wirst es jetzt verstehen, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Ach so. Wir dürfen hier an manchen Stellen 300 fahren, ja, in der Türkei wahrscheinlich nicht. Nein. So, und wenn du durchbeschleunigst und gerade bei hohen Geschwindigkeiten erst, dann entstehen die hohen Temperaturen. In der Türkei spielt das überhaupt keine Rolle, weil selbst wenn du dicke Eier hast, dann beschleunigst du vielleicht mal bis 160, 190 oder so und dann musst du aber schon wieder, bevor du erwischt wirst. Ich weiß schon, was du meinst. Da spielt das weniger eine Rolle. Hier in Deutschland aber schon, weil die Leute, und dann kommt ja immer, ja, hebst du auch die V-Max auf und so, weißt du, dann wollen die damit 300 fahren oder alles, was das Auto hergibt. Und das könnte bei diesem ein Problem werden. Die werden dann halt sehr heiß. Und wie heiß, das werden wir gleich mal sehen. Das ist der eine Punkt. Geht jetzt in einem über. Normalerweise ist es so in Serie, wenn irgendwas dafür sorgen sollte, dass die Abgastemperatur zu hoch ansteigt, also in der Regel so 870 Grad, glaube ich, können wir gleich nochmal uns genau angucken, bei wie viel Grad. Also je höher die Temperatur ansteigt, die Motorleistung oder das Drehmoment, genau gesagt, immer weiter Stück für Stück gedrosselt. Also steigt die Temperatur höher an, wird immer weiter, also bis, glaube ich, 70% Motorleistung. Also 30% wird dann abgesenkt. Und das sorgt natürlich dafür, dass, wenn die Temperatur zu hoch ist, dass sie immer weiter wieder abkühlt, damit die nicht auf 1200 Grad oder 1100 Grad ansteigen kann. Diese Funktion wurde abgeschaltet. Wie bitte? Es gibt keine Temperaturbegrenzung mehr. Und wie das aussieht, das können wir uns gleich auch mal kurz angucken. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das ist noch gar nicht so lange drauf auf dem Auto. Die Einschätzung kann ja nicht sein, dass der nicht viel Autobahn gefahren ist, weil das passt nicht zum Kilometerstand und zu diesem Zustand. Der wird Langstrecke gefahren sein. Aber ich denke, wenn, dann wird er nicht so besonders oft versucht haben, V-Max zu fahren. Weil das wäre halt ein Problem. Kurz, also das aussieht, ist Wahnsinn. Also wie die das aufgebaut haben, dass die Temperatur da begrenzt wird. Ne? Das ist Lotta. Lotta. Ich kann euch nur einen Tipp geben, wenn ihr ein Auto kauft, geht einmal zur Leistungsmessung, lasst das einmal, lasst das einmal durchchecken und danach die Software auslesen lassen, ehrlich. Oder direkt eine neue Software drauf. Weil das ist ja Wahnsinn. Hier ist jetzt die Stelle, wo so die ganzen Begrenzungen sind für das jetzt Überhitzungsschutz für Ladeluftkühler, die sind gleich aufgebaut. Jetzt siehst du schon, alles was hier weiß ist, das ist Serie. Ja. Und alles was rot ist, ist geändert. Und wie du jetzt siehst, ist überall eine 1 drin. Ja. Und 1 bedeutet also, bei 140 Grad Ladelufttemperatur und 4100 Umdrehungen macht der 1, also macht der 100% der Leistung. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das in Serie aussehen würde. Das sind die Originalwerte. In Serie wären das jetzt noch 93% der Originalleistung, also umgerechnet. Das ist also über so einen Faktor. Ne? Also im Prinzip kannst du sagen, 7% weniger macht. Da gibt es verschiedene, das ist jetzt hier aus Motortemperatur, also das heißt Kühlwassertemperatur.
das Gleiche. Genau, also quasi ab 120 Grad würde der jetzt schon in bestimmten Bereichen anfangen, das abzusenken. Guck mal, bei 124 Grad Wassertemperatur würde der hier noch in der Spitze 47% der Motorleistung machen oder 48%. Also reduziert schon relativ krass. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen, also Schlimmste von allem. Das ist doch noch schlimmer. Also, also ich sag mal so, diese... Abgastemperatur sehe ich schon, nein. Ne? Wenn wir jetzt hier gucken, über Heizungsschutz Ladeluftkennfeld, du wirst kaum auf 140 Grad Ladeluftemperatur kommen, nee. Deshalb ist das hier nicht so dramatisch. Ja. Und auf Kühlwassertemperatur wirst du auch selten so hoch kommen. Ja. Aber Abgastemperatur wirst du häufiger hinkommen. Was? Und das ist, siehst du hier, 875 Grad, da macht der die höchste Reduktion in Serie. Ja. Und das wären die Originalwerte dazu. Also das heißt, ab 875 Grad Abgastemperatur würde der nur noch 71% der Motorleistung machen. Und da haben wir einfach volle Leistung. Egal was für eine Temperatur. Und da steht jetzt überall eine 1 drin. Das heißt also, das ist das klassische Vorgehen bei diesen Standard-Tuning, wenn das irgendwo aus dem Ausland kommt oder weißt so, weil du, das da keinen interessiert. Nee, oder? Weil die da nicht so schnell fahren können. Ja? Weißt du, was ich glaube? Das ist irgendwas zu Hause gemacht worden. Also ich sehe das nicht zum ersten Mal. Nein, das ist ein Standardvorgehen, ja. Weil viel sowas kommt aus dem Ausland, wegen den Preisen halt und so. Ne? Das gibt es sehr häufig und das gibt es eigentlich nur in Ländern, wo es Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Und in Deutschland gibt es das nicht und daher kannst du das hier halt schlecht anwenden. Und das ist der große Unterschied, weil die Leute sind da nicht unfähiger oder so, aber bei denen spielt das keine Rolle, weil die sowieso nicht so hoch kommen. Ja, aber ey, guck mal, dann lass ich den gar nicht drücken. Weil die Messung ist nicht so schlimm und warum die nicht so schlimm ist, das werden wir auch gleich sehen. Wie gesagt, ich sehe das ja nicht zum ersten Mal, ja. Die Temperatur steigt bei der Messung nicht so hoch jetzt an. Weißt du, wie ich meine? Also die schießt zwar schnell hoch, aber wir kommen, also du kannst so einen Motor, ich sag jetzt mal, ohne Problem bei 950 Grad betreiben, ohne dass der kaputt geht. Ja, so ist es nicht. Aber wir werden gleich noch was ganz anderes sehen, deshalb bin ich mir relativ sicher. Aber so funktioniert das, ja. Ja, ey, du hast das super erklärt. Also ich hab sogar auch... Das waren jetzt quasi zwei Punkte, die ich erklärt habe. Und jetzt gibt's noch einen dritten. Der hört dir gar nicht auf hier, was ist los? Manche haben davon vielleicht schon was gehört. Und zwar haben die Motoren, die sind sehr gut, aber die haben in Serie eine Funktion, dass der Öldruck im Teillastbereich abgesenkt wird. Das nennt sich Kurztrip-Betrieb, also so heißt diese Funktion. Also Kurztrip, warum und wieso, keine Ahnung, aber so nennt sich das. Und das ist dafür da, also so steht es im Funktionsrahmen, also die Beschreibung, warum die das gemacht haben, aus Emissionsgründen und Kraftstoff einzusparen. So, aber jetzt kannst du weißt ja selber, worüber wir reden, Öldruck absenken. Das ist vorbei. Schwierig. So, und gerade vor allem Autos, wo die viel Kurzstrecke fahren, also sehr viel im Teillast, wo sehr häufig dann der Öldruck abgesenkt wird, die haben dann häufig bei, was weiß ich, 150.000, 180.000, manche auch 130.000, haben die einen Lagerschaden, einfach so. Es gibt kein Problem mit den Motoren, also ist jetzt nicht wie bei BMW oder so, wo das durch die lange Kurbelwelle entsteht, oder zumindest teilweise bei BMW dadurch. Ja, es gibt noch andere Probleme, aber bei den Motoren, die gibt es ja schon, ich sag mal, in ähnlicher Form oder in ähnlicher Bauweise schon wesentlich länger, und bei den älteren gab es nie Probleme mit irgendwelchen Lagerschaden, sondern jetzt erst, wo dieses Bypassventil da reingekommen ist, der Druck kann nicht geregelt werden auf was weiß ich, der kann jetzt nicht 2,5 Bar ansteuern oder sowas, sondern da ist einfach nur eine rein mechanische Pumpe, wie das immer war. Ja. Und dann ist so ein Bypassventil, das wird dann geöffnet und dann wird der Druck abgesenkt. Also weil das jetzt erst Thema geworden ist, dass man sieht, okay, jetzt haben die auf einmal teilweise Lagerschäden und so und warum und wieso, und das wird an dem abgesenkten Öldruck liegen, also ziemlich sicher, weil alle Motoren, die das nicht haben, haben auch keinen Lagerschaden. Oh. So, und jetzt kann man, dieses Ventil wird natürlich elektronisch angesteuert und... ist das auch elektronisch angesteuert? Und das haben die auch gesenkt, oder wie? Das ist ab Werk so. Also alle Fahrzeuge, die Serie sind, haben diese Absenkung. Also bei diesen Motoren, auch die Competition... Also diese BTDI, und ich sag mal, es gibt es auch teilweise bei 2 Liter Dieselmotoren. Kann man da irgendwas machen? Ja, und das ist genau die Lösung, die dann dafür Abhilfe schaffen soll, diese Absenkung, also diesen Kurztrip-Betrieb, also diese Funktion komplett abzuschalten. Es gibt welche, die klemmen einfach das Ventil ab. Vielleicht nicht so eine geile Lösung, aber erfüllt wahrscheinlich auch seinen Zweck. Alles ist besser, wie das einfach so zu lassen. Und hier in dem Fall ist das jetzt auch noch komplett Serie geblieben. Also das heißt, das haben die gar nicht gemacht. Die werden sich damit auch nicht beschäftigt haben. Oh. Das machen die meisten auch nicht. Aber das macht natürlich Sinn,
Also vor allem, wenn man eine Leistungssteigerung gemacht hat, das mit zu beheben. Weil sonst werden die auch früher oder später, also wenn du Langstrecke fährst, dann wahrscheinlich später, werden die einen Lagerschaden haben. Ja. Jetzt bei deinem Auto kann ich mir vorstellen, dass es noch die ersten Lagerschaden sind, weil der gar keine Kurzstrecke gefahren ist. Der kommt seltener oder deutlich seltener dann in diesen Bereich rein, wo der den Öldruck absenkt. Bei den moderneren ist das dann teilweise irgendwie knapp über 30 Milligramm. Dann schalten die um auf den höheren Öldruck. Und bei dem kann ich dir auch sagen, das ist ein sehr interessantes Thema, weil da sollte man auf jeden Fall was machen, weil sonst kann das früher oder später halt richtig teuer werden. Ja. Du also kannst da auf jeden Fall eine neue Software drauf machen mit dir, also so lasse ich das auf jeden Fall nicht. Das AGR war abgeschaltet. Also AGR war abgeschaltet, das war aber... abgeschaltet, du weißt ja nicht, das wissen. Aber ich vermute, wenn du, als du das sauber gemacht hast, ne, war ja dieser, diese Verkokung, die sind eigentlich eher ziemlich trocken. Mhm. Bei dir war das aber schon eher glänzend, wenn das AGR abgeschaltet wurde. Also dann kommen ja nur noch Öldämpfe dazu und dann wird das dann immer schlammiger, ne? Und nicht mehr so ein trockener Puder. Ne? So wie ich jetzt verstanden habe, haben die jetzt einfach alles Maximum gemacht. Der fährt, bis er kaputt ist. Also die Kühlung funktioniert nicht mehr richtig oder was auch immer. Dann sind die halt, das ja gesehen, 124 Grad Kühlwassertemperatur, da macht er dann nicht mal mehr die Hälfte der Motorleistung. Es gibt keine. Wenn du überall quasi einen Faktor 1 reinmachst, dann gibt es keine Begrenzung mehr. Dann läuft er immer mit 100%, egal bei welcher, das interessiert den alles nicht. Und wie gesagt, das kommt gar nicht so selten vor, vor allen Dingen, wenn das dann irgendwo aus dem Ausland kommt. So, das ist zumindest jetzt so Wahnsinn. Meine Beobachtung. Also haben die überhaupt Getriebesteuergerät angepasst? Ich denke nicht, nein. Die Anforderung ist gar nicht viel höher. Also das heißt, es wird gar nicht mehr Drehmoment angefordert, aber er macht ja viel mehr als in Serie. Ja. Und das kommt einfach, ich sag mal, durch einen einfachen Trick, wie das vielleicht früher auch bei in den 80er Jahren beim Dieseltuning gemacht wurde, wo die Einspritzpumpe manipuliert wurde. Mhm. Ne? In ähnlicher Art, nur quasi über die Software macht man das halt hier auch. Ne? Bitte, ist das nicht besser, wenn ich das Auto hier lasse? Also ich habe echt ein bisschen Panik. Ich finde es gar nicht, aber es waren so 20, 30 Newtonmeter werden mehr angefordert, aber er macht ja deutlich mehr. Und wie das zustande kommt, ist halt einfach im Prinzip, es gibt eine Tabelle, wo quasi eine Einspritzmenge für jedes Drehmoment, also mal angenommen, es werden 600 Newtonmeter angefordert, dann gibt es zu jeder Drehzahl immer also eine Zeit, die eingespritzt werden soll. Hm. Und da hier ist einfach der Wert stumpf erhöht. Was soll ich dazu sagen, Leute? Das ist echt eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Erstmal zur Erklärung. Das ist im Prinzip die Einspritzmenge. Das hier ist die Einspritzmenge, ja. Genau. Und hier oben ist der Reeldruck. Ja. Ja, klar. Und das kannst du dir vorstellen, je höher der Reeldruck ist, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die Einspritzzeit. Ja, ist klar. Und das hier unten ist jetzt quasi einfach die Erhöhung. So. Und jetzt, damit du siehst, wie viel erhöht wurde, siehst du, ich stelle es jetzt mal um auf Prozent. Das ist jetzt die prozentuale Erhöhung, die in diesem Bereich erhöht wurde. Über 7% und hier am Ende sind es 13-15%. So. Das denn? Ja, einfach damit zu der gleichen Einspritzmenge einfach ein höherer Wert bei rauskommt. Und so generiert er dann die Leistung. Das ist quasi wie das, wie damals an der Dieselpumpe. Ja, klar, das weiß ich, aber dass sie dann hier nochmal mehr Leistung machen. Ja. Also ich habe ja auch schon 100 gemacht, ne? Und ich weiß, dass man ganz zum Schluss nicht mehr Leistung machen sollte. Man soll weniger machen. So habe ich das ja gelernt früher. Weil am Ende ist natürlich die höchste Belastung. Ja, ja klar. Und hier ist das dann genau so? Genau andersrum. Genau andersrum. Also das haben die doch vertippt? Oder ist das echt? Wenn man das wirklich sauber macht, dann braucht man dieses Kennfeld gar nicht. Aber das, ich sag dir, wie es ist, in 95% Diesel-Tuning-Ständen wird das so gelöst. Echt jetzt? In manchen Autos geht es auch nicht so richtig anders. Es gibt nicht bei allen Autos eine wirklich 100% saubere Lösung. Das muss es auch gar nicht geben. Am Ende zählt, wie es läuft, wie das Ergebnis ist. Ja. Wenn das Ergebnis passt, ist das kein Problem. Kann man machen, was man will, in meinen Augen. Es muss jetzt nicht immer machen, so wie es Audi gemacht hätte. Mitty hat immer gesagt, ey, bei Diesel-Tuning könnt ihr machen und tun, der läuft, der fährt. Aber wie wurde es gemacht? Und hier haben wir eigentlich das beste Beispiel, was du immer schon prophezeit hast. Ja, das siehst du ja öfters dann. Der läuft immer. Der läuft ja nicht schlecht so. Das fährt gut. Ja, aber das ist ein Diesel. Diesel läuft immer gut. Das ist ja das Problem. Du merkst das ja nicht, ob er mehr einspritzt oder weniger oder abregelt. Ist ja Wahnsinn. Also ich sag dir, wenn ich hier Vollgas fahre oder ich habe ja jetzt irgendwann Bock, was weiß ich mal, 2000 Kilometer zu fahren. Also da ist ja Motorschaden vorprogrammiert. Normalerweise muss das so gemacht werden. Und dann noch bei 400.000. Dass du auch wirklich damit Vollgas fahren kannst. Also wirklich Volllast auf der Autobahn. Das Auto muss alles von alleine machen. Das muss, wenn es zu heiß wird, muss sich das
anpassen. Das macht es in Serie auch. Ja. Keine Lust, jetzt den nochmal auf die Rolle zu nehmen und nochmal zu drücken. Ganz ehrlich. Ja, auch einmal machen wir noch. Echt? Ja, was willst du denn zeigen? Die Abgastemperatur. Ja, der wird 100 Pro hoch steigen. Extrem sogar. Da gehe ich auch von Haus. Ja, aber das würde ich aber gar nicht sehen wollen. Oder meinst du, dass wir das einmal machen und dann vergleichen später? Du kannst ja, das Auto wird schon längere Zeit so laufen. Ja. Wenn auch nicht die komplette Laufleistung. Ja. Aber ich sag mal, die Hälfte davon ist vielleicht realistisch. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie lange. Was meinst du denn? Haben die eigentlich hier Partikelfilter zugemacht? Nicht, dass ich überhaupt keinen Partikelfilter drin habe. Da kannst du ja mal reingucken. 402, 401, 401, 107, das ist ein AGR-Fehler. P0403 werden auch bestimmt viele kennen, das ist ein klassischer AGR-Fehler. Also hier sehe ich nur AGR. Ja, AGR. Abschaltung, Hysterese fürs AGR ist platt gemacht. Also ich sehe keine Partikelfilterabschaltung. Das ist gut. Ja, dann lass uns die Abgaswerte uns mal anschauen. Ich hoffe mal, dass ich nicht umfalle. Ja, vielleicht bleibt er dann direkt hier. Dann also ganz ehrlich. Ich kann ihn kostenlos für dich entsorgen, kein Problem. Dankeschön. Was ist das? Das sind wahre Freunde hier. Ja, der hilft dir, wo es geht. Der hätte ich auch ein 4G endlich mal. Für mich und dann er so, ich habe 4G. Bei Benziner ist das nicht so. Bei Benziner machst du Scheiße, dann läuft der auch ja. Scheiße. Er wird nicht beschleunigen. Nicht zwangsläufig, oder? Aber es ist deutlich. Ja, doch, bei der Beschleunigung wirst du es merken. Oder Endgeschwindigkeit. Ein kleiner oder, Fehler, die ruckeln. Genau. Und keine Ahnung, und bei, sofort. Und bei diesen ist es nicht, Leute. Ich habe selber Chiptuning gemacht. Ich habe es auch nicht gut gemacht. Damals auch nie angeboten. Der hat mir das auch so damals erklärt gehabt. Hier 3%, 5%. Unten aber nicht. Der hat mir das immer so gesagt. Das unten nicht. Dass er mit da runterkommt. Ne? Hier sehe ich ja schwarz auf weiß. Die haben sogar noch draufgepackt. Also sagen wir mal, ihr fährt in den Urlaub, vollgepackt, es ist heiß. Ihr fährt jetzt 1000 Kilometer durch. Das ist ja auch eine Belastung für das Auto. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr drückt ab und zu mal und dann wieder nicht. Dann drückt ihr ab und zu mal. Und was passiert? Motor wird immer heißer, Abgastemperatur wird heißer. Der kann nicht mehr regeln, der kann nicht weniger einspritzen und so weiter und so fort. Motorschaden. Lagerschaden, Motorschaden, was auch immer. Jetzt kommt das erste Video auf dem Prüfstand, wo wir zusammen im Auto sitzen. Oder? Ehrlich? Ich glaube schon, oder? Nee, wir saßen noch nie drin. Nee, du standst immer draußen oder ich draußen. Siehst du? Endlich darf ich rein. Fahr ich den oder fährst du den? Weil du hast ja den Laptop genannt. Oder kannst du beides auf einmal? Du hast eine Kamera in der Hand. Achso, okay, stimmt. Nee, du fährst. Also, willst du das hier kaputt machen oder was? Also, wer das alte Video geschaut hat von mir, weiß ja auch, dass mit dir mein 4F damals gechippt hat. Wir hatten 300 noch was PS. Dann hat er das nochmal korrigiert. Warum? Weil die Abgaswerte zu hoch waren. Also wo geht's hin? Ja, bitte einmal McDonald's. Oder in den Süden, wo es schön warm wird. Ja, bitte. Kann ich das jetzt halt zum Anmachen oder? Ja. Haben die das auch modifiziert? auf 1000 Grad. Du machst das ja immer. Was sind gute Werte, was sind schlechte Werte? Das also ich würde jetzt mal sagen, 950 Grad, wenn man die in der Spitze erreicht, dann ist es kein Thema, also da passiert nichts. In der Serie geht man von 875 aus, das ist schon sehr, ja ich sag jetzt mal human, da kann man schon höher gehen, aber über 950 sollten es nach meiner, selbst 950 werden viele schon sagen, ist zu hoch für Diesel. Aber nach meiner Erfahrung auch im Motorsport funktioniert das dauerhaft. Aber darüber sollte es nicht. Auch 970 klingt 20 Grad, ist nicht viel. Ja. Doch, also das macht schon einen großen Unterschied oder kann einen großen Unterschied machen. Also VCDS werden ja die meisten kennen. Ganz einfache Sache. Jetzt gibt es hier Abgastemperatursensor 1, 2, 3, 4. Mhm. Und genau in der Reihenfolge sitzen die auch. Also 1 ist am nächsten am Motor. Und 4 ist dann irgendwo am Partikelfilter. Ne? Genau, wir machen jetzt gleich so, wie wir auch gemessen haben, einfach wieder im fünften Gang. Ja. Ja. PSP ist schon auf Störung, brauchen wir nicht abschalten, ist gut. Sich befindet. So, theoretisch wären wir jetzt soweit. Machen einfach mal, gebe ich mal Vollgas und dann sollten wir jetzt gleich sehen, dass da die Temperatur, ich denke, weit über 900 Grad ansteigen sollte. 8,3. Vielleicht noch ein bisschen kurz, aber... Okay, Maus. Was? Wie viel war? 970, über 970. Ja, das... Und jetzt ist ja noch, wenn ich die Last jetzt ein bisschen höher einstelle... Ja. Wie viele Sekunden waren das jetzt? Zwischen 10 und 15 Sekunden wahrscheinlich. Und jetzt stell dir vor, du hast diese Last länger, die Temperatur würde noch höher ansteigen. Die geht weit über 1000 Grad. Das ist halt der Punkt,
der nicht so geil ist. Ne? Wow, habt ihr das gesehen? Wir hatten fast 1000 Grad gehabt. Also ich habe heute auf jeden Fall irgendwie die Lust verloren. Also. Es ist gleichzeitig natürlich, du bist jetzt so ein bisschen... Klar. Aber es ist auf jeden Fall auch interessant, denke ich, für viele, weil wer hat mit sowas was zu tun? Ne? Ja. Oder wie genau. Selbst Mechaniker stecken da, glaube ich, nicht so tief jetzt im Detail. Ja, wofür auch? Ne? Cool, können wir den theoretisch direkt hier auf den Prüfstand lassen. Dann mache ich den direkt als erstes fertig. Und dann können wir, wenn du wieder da bist, dann können wir uns einfach mal das Ergebnis angucken und gucken, was dann so passiert, auch mit der Temperatur und so. Ne? Genau. Das im Vergleich auch zur Leistung. Ich denke nämlich, dass man bei geringerer Temperatur mehr Leistung rausbekommen kann. Ja. Viele verstehen das ja nicht so ganz, warum das überhaupt so teuer ist. Also sowas entwickelst du ja jetzt nicht in einer halben Stunde hier und wir knallen das jetzt hier drauf, das Auto läuft top. Ja. Du musst ja im Vorfeld erstmal das Steuergerät verstehen, wie das alles funktioniert. Dann musst du noch ein bisschen Erfahrung mit den Motoren haben. Die Erfahrung und die ganze Zeit, die in die Entwicklung geht, bevor man sowas überhaupt verkaufen kann, das ist das, was Geld kostet. Und das die Leute, die das für 200-300 Euro anbieten, die haben da rein gar nichts entwickelt. Sondern das kommt alles irgendwo her und das ist genau sowas dann. Ja. Wenn du jemanden suchst wirklich, dann wirst du jemanden finden, der dir das auch für 100 Euro macht. Aber kann man sich ungefähr vorstellen. Mein erster Software-Tuning bei einem E60 war, der Typ ist gekommen, Laptop, Software aufgespielt. Tschüss. 250 Euro bezahlt. Der hat super gelaufen. Die machen aber die meiste Kohle. Der läuft immer noch, ne? Und der hat auch irgendwas mit 350.000. Aber du weißt nicht, wie der ist, wie die Software ist. Du weißt nichts. Ja. Und das ist ja auch das Problem. Vielleicht ist das genauso. Der läuft vielleicht schon seit 100.000 so. Aber wir haben es gerade gesehen, wie. Der wird dann, wenn das so sein sollte, wahrscheinlich nicht so oft Vollgas auf der Autobahn, Dauervollgas, also hohe Geschwindigkeiten gefahren sein, weil das wird der wahrscheinlich nicht so viel 1000 Kilometer mitmachen, denke ich zumindest. Hab's noch nicht probiert. Mit dir. Dann mach das in Ruhe, dann erzählst du mir einfach nächstes Mal, wie viel PS der danach hat. Ja, danke für die schlechten Nachrichten. Ich lasse dir jetzt hier. Ich mach deinen fertig. Du machst deinen. Genau, machen wir so. Das wäre geil. Ich mach seinen Zahnriemen fertig und der macht das fertig. Okay. Dankeschön nochmal mit dir. Oh, Kamera geht wieso aus. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraft. Bis dann und rein. Ciao.